Der Fachkongress Automotive IT 2018 zieht die Crème de la Crème der Szene an. Ob Zulieferer, Wissenschaftler oder Automobilkonzern, hier kommen sie alle hin. Diskutiert werden die heißesten Trends aus Automobilwirtschaft und IT. Los geht's aber ein wenig anders mit dem Business Breakfast von T-Systems. Ja, mit diesem Format haben wir uns selber die Möglichkeit geschaffen, mit den Kunden und den Kongressteilnehmern ins Gespräch zu kommen. Und das in einer lockeren Atmosphäre am Rande des Kongresses und gleich zu Beginn. Die Leute sind noch frisch und munter und sind dann hoffentlich mit vielen guten Impulsen in die Veranstaltung gestartet. Die Deutsche Telekom fokussiert sich in diesem Jahr auf Edge Computing und Low Latency. Mit 5G der nächsten Mobilfunkgeneration will Dr. Thomas Gerschberg die Vorteile der neuen Technologie nutzbar machen. Mit Edge Computing kann man viel stärkere Modelle einsetzen. Ja, also wenn wir über AI sprechen, wir haben immer zwei Komponenten. Also eine Sache, das ist so Training, also und das Lernen nimmt Zeit, das wissen wir aus der Schule. Der Kongress ist auch immer ein super Anlass für die Telekom und für die Kollegen, selbst mal der Branche zuzuhören und zu hören, was treibt die eigentlich gerade um? Mit welchen Trends tragen die sich gerade? Wo brauchen sie vielleicht noch Unterstützung? Also insofern ist das für uns auch immer ganz schön, um der Autobranche auf den Puls zu fühlen. Die ideale Gelegenheit, das Thema Edge Computing zu erklären. Für uns, das ist das Processing, das irgendwo im Netzwerk stattfindet. Weil in diesem Fall, wir können einen super Service leisten, weil wir alle Elemente kontrollieren können, vom Netz bis zu Computing. Später soll Edge Computing das autonome Fahren oder gar das autonome Fliegen unterstützen. Typische Anwendungen, von denen Unternehmen bald profitieren werden, sind Augmented Reality und Virtual Reality. Eben alles, was mit Bildverarbeitung zu tun hat oder was zeitkritisch ist. Für den Alltag sieht Dr. Gerschberg den Einsatz von Edge Computing in Interfaces wie Sprachsteuerung oder Gestensteuerung. Dieses Jahr können Sie das schon bei der Telekom erleben, also bei manchen von unseren Produkten, die wir erst jetzt intern nutzen. Es ist also an der Zeit, große IT-Konzerne mit vielen Möglichkeiten, führende Forscher, Entscheider aus der Automobilbranche und junge Visionäre miteinander zu vernetzen. Ein Job für die Telekom. Wir haben ganz bewusst so eine lockere Atmosphäre gesucht, um auch, sag ich jetzt mal, mit den jungen Leuten und den Start-ups auf die Bühne zu gehen, wie die es eigentlich gewöhnt sind. Ja? Pitches machen, mal schnell erzählen, was mache ich eigentlich, wieso bin ich so super, warum sollten wir zusammenarbeiten. Also das haben wir versucht, in diesem Format auch darzustellen. Und ich glaube und hoffe, es ist auch gelungen und alle sind zufrieden rausgegangen.